Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich mit meinem ersten FIFA-Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, wenn ihr es abends seht, einen wunderschönen guten Morgen, wenn ihr es mittags seht und einen wunderschönen Tag, falls ihr es einfach mittendrin seht. Und zwar, ich erkläre euch jetzt, wie man ganz simpel und einfach zum Food Birthday Event vor 19 Uhr einkauft oder halt einkauft und um 19 Uhr locker easy auscashen kann. Mit einem Gewinn pro Spieler von 1000 bis 1200 Münzen ohne Probleme. Ihr müsst halt immer selber darauf achten, was für ein Risiko ihr eingeht. Wenn ihr zu gierig seid, kann es passieren, dass ihr auf einmal sehr, sehr geringen Gewinn macht. Wenn ihr es richtig abschätzt, könnt ihr hohen Gewinn machen. Da will ich nochmal einmal dazu sagen: Mal steigen die Spieler etwas mehr, mal steigen sie etwas weniger. Beispielsweise, ich kann euch jetzt hier zeigen: Ich hatte mir den lieben Valero mitgenommen für. Ich habe hier noch ein paar drauf, ich konnte nicht alle verkaufen, ich habe ein bisschen geschlafen mit Auskirchen, wie ihr seht, ich habe noch relativ viele, ich behalte die einfach bis morgen für 900 von 700 bis 950 Münzen mitgenommen und habe sie dann ausgecashed bei, guck mal, der ist sogar leider nur für 1 weggegangen, also gar keinen Gewinn gemacht, für 1,5, manche sind halt dann so weggegangen, weil ich sie zu teuer drauf gestellt habe, das ist halt dann eigene Doofheit, also für 1,5 wären sie halt so gut wie alle weggegangen am Anfang, am Ende hatte ich halt ein bisschen Pech, ich hätte früher auscashen müssen auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein paar weggewischt, also ich hatte auch schon mehr Verkäufe auf jeden Fall. Eigentlich gehen sie dann für 1,5 weg. Ich habe die ja dann für 7 einkauft. Ich habe sich jetzt trotzdem noch ein bisschen Gewinn gemacht. Das könnt ihr jeden Tag machen. Ihr könnt euch davon eine 100er Liste oder so voll machen. Von den Valeros, wenn ihr die Coins habt. Das ist halt auch wieder eine Art von Low-Budget-Trading-Methode. Dann holt ihr euch den lieben Valero für maximal 950 Münzen. Snipe den, macht euch eine Liste voll, verkauft den. Verkauft den für 1,4 bis 1,5 und macht damit easy Gewinn täglich von mehreren tausend Münzen. Das ist eigentlich ohne Probleme. Das könnt ihr allgemein mal machen. Mit der Hilfe von Footbin mal nachgucken, wie viel die Spieler vor 19 Uhr kosten und wie viel danach. Das ist jetzt eine Sache, die kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich keine Elgato oder einen PC habe. Das tut mir auch sehr leid. Kümmere ich mich in der nächsten Zeit mal drum. Da könnt ihr einfach mal nachgucken auf Footbin, wie viel steigen die Spieler um 19 Uhr. Für wie viel kann man die vorher kaufen, dann versucht die zu snipen, also es ist halt ein Sniping-Filter mal wieder, für, sag ich mal, 700 Münzen, wenn er tagsüber 700 Münzen kostet und verkauft den dann um nach 19 Uhr, ihr müsst ein bisschen warten, so um 7:30 könnt ihr die am besten verkaufen, für 1,7 oder einfach mal fürs Doppelte ohne Probleme. Okay, das ist jetzt auch der einfache Tipp zum Snipen, von den Valeros beispielsweise, ihr könnt aber auch einfach mal auf Footbin gucken, was es da so geht, das will ich euch nochmal unser Regen-League-Team zeigen. Für manche ist es ja schon bekannt, ich zocke mittlerweile zu zweit auf dem Account. Für manche ist es bekannt, dass ich da vor kurzem noch Neymar drin stehen hat und hier ein Bernat. Ich habe Baresi aus dem Icon-Pack gezogen. Der wird aber meistens immer ausgewechselt, entweder für ihn hier oder halt für Sancho. Kommt immer drauf an, wer von uns beiden spielt. Das ist auf jeden Fall unser Team. Ich würde sagen, das sieht ganz ordentlich aus. Semedo, gucken wir mal, dass wir in der nächsten Zeit den Headliner kriegen. Genauso wie wir gucken, dass wir hier wieder den Neymar stehen haben. Und ja. Ich würde sagen, das Team sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, der Sniping-Tipp ist jetzt gelegt, wie gesagt. Ihr müsst mal auf Footbin nachgucken oder halt ihr macht es so wie ich und holt das Valeros. Ich habe persönlich einen Fehler gemacht, wie gesagt. Da ist immer ein Risiko dabei und habe die zu spät und zu teuer draufgestellt. Ihr seht ja, manche sind jetzt erboten worden, leider. Leider. Aber ihr seht, manche sind ja auch für 1,5 weggegangen. Also es hat ja wirklich geklappt. Wenn ihr wollt, macht es mir nach, wenn nicht, nicht. Ich würde mich natürlich trotzdem sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und schaut mal morgen um 10 oder 11 Uhr hier auf dem Kanal vorbei. Aktiviert auch sehr, sehr gerne die Glocke und teilt das Video, falls Leute wissen wollen, wie sie schnell Tausende von Coins verdienen können. Und schaut einfach mal um 11 und 10 Uhr vorbei. Würde mich sehr freuen. Das ist mein erstes FIFA-Video auf dem Kanal. Lasst vielleicht ein bisschen Liebe da. Würde mich sehr freuen und mich motivieren, mehr zu machen. Beim nächsten Mal werde ich etwas genauer sein und euch noch mehr Sniping-Filter erklären. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend.